Twister 2, jetzt keine Kühe im Tornado, sondern Wale. Das ist ein BB. Das ist quasi meine Aufspülmaschine von toten Dingen, die mich in das Reich der Toten holen wollen. Und was ist hier los? Okay, jetzt kommt dieses Zeitreisending. Er ist groß und rund und kutzt ein Baby aus seinem Mund. Episode 4. Ungär. Herzlich willkommen im Zweiten Weltkrieg, oder was ist jetzt hier los? Entkomme dem Schlachtfeld, finde einen Weg, dem Schlachtfeld zu entkommen. Das sind GDs, oder? Oh, da liegt mein Zeug rum. Oh, ouch. Also ich finde, das wirkt gerade so ohne Facecam viel besser. Auch wenn ich gerade voll das ultimative What the Fuck-Gesicht habe. Griffidioten sind hier auch. Wow. Wir laufen einfach mal ein Stück, ne? Und hopp. Oh. Natürlich springe ich voll in eine Granate rein. Lena Sedak, schönen guten Abend. Lang nicht gesehen, wie geht's dir? Komm, komm klar, Kleiner, komm klar. Ist nur Weltkrieg. Alles ist gut. Ist gar nicht so schlimm, wie es klingt. Krieg ist, okay.
Wie geht's aus? Sehr, 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 sehr gut. Wir müssen jetzt hier aber los. Ich laufe jetzt hier einfach mal ein bisschen durch, weil ich nicht weiß, gegen wen die kämpfen oder wer hier schießt. Oh mein Gott, da ist irgendwas Großes. Ich glaube, ich wurde von dem Panzer überfahren. Wo kam denn jetzt dieser Panzer her? Ich laufe einfach mal neben dem Panzer her und benutze ihn als Deckung. Ich bin taub. Oh mein Gott. Aua. Oh, Panzer ist putt. Da, Flugzeug! Okay, okay, nichts los, alles cool. Leute, ich muss los. Das ist mir hier zu viel Action. Erstmal hinlegen, erstmal hinlegen. Yes, danach hat mir ein Flugzeug erwischt. Alltägliche Dinge eben. Das ist übrigens immer noch meine Wunschtodesart. Ich möchte bei einem Flugzeugunglück sterben, aber es darf nur ich sterben. Alle Passagiere des Flugzeugs müssen überleben und alle in der Umgebung auch, nur ich. Das Flugzeug muss quasi auf mir abstürzen und nur ich sterbe. Das wäre mein Wunschszenario. Oh, Keks. Wir fliegen Kekse. Danke. Schau mal da, Kalüchen. Okay, wenn der Lungenkrebs so richtig raustritt. Ja klar, den geht's gut, den geht's super. Denkt nach, ist dieses Arschloch überhaupt? Denkt nach. Okay. Und B, wie haben die denn den Erinnerung von BB gesehen? Ist das hier vielleicht eine Erinnerung von BB irgendwie? Oh, da ist eine Schrotflinte. Was muss denn der Typ hier im Krieg denken, wenn ich hier mit einem Paket Jenga-Pakete um die Ecke komme?
Okay, gucken wir mal weiter. Also Baby sagt, das ist ein GT rechts. Zwei Schrotflinten, einfach in jeder hat eine. Okay. Okay. Nein, bisher sieht alles einfach nach Berliner öffentlicher Nahverkehr aus. Okay. Sieht aus wie nach einem Fußball, wenn hier gespielt wird. Fehlt nur die Polizei. Ich weiß immer noch nicht so richtig, was hier abgeht. Ich weiß nur, dass hier alles sehr, sehr merkwürdig ist. Okay. Au, au, au! Schüsse in mein Popo! Oh, das war mein linke Popo. Damn, das war die gute. Was ist meine Aufgabe? Wo soll ich hin? Hilfe! Da liegt einfach ein Wal.
Also ich weiß immer noch nicht so richtig, was ich hier mache. Falls man das noch nicht gemerkt hat. Aber erstmal ein paar Kryptobioten. Okay. Da müssen wir jetzt durch. Ich habe doch keine Wahl. Finde den geheimnisvollen Mann. Hey, geheimnisvoller Mann. Feind gesichtet. Skelette! Oh, da ist der Dudi wieder. Ich glaube, meine Waffe ist leer. Was ist das hier? Schrotflinte. Okay. Tschüss, kleine Ente. Schlaf schön. Viel Spaß morgen in der Schule. Okay. Schön die Waffe aus dem Behälter gebrochen. Wir brauchen Verstärkung. Meinst du, ich soll mal die benutzen? Ich verstecke mich einfach in den Wald, dann kann mir nichts passieren, ne? Ich wähle diesen Wal als Deckung. Oh. Okay, die Knarre funktioniert auch. So, die laden jetzt voll auf. Ah.
Was ist das hier? Wir brauchen Verstärkung. Aber es verbraucht die ganze Zeit meine ganzen Blutbeutel, die ich hier zum Heilen vielleicht noch brauchen könnte. Ich mal wieder auf Sturmgewehr, das hat ja auch gut funktioniert. Finde den geheimnisvollen Mann. Erzählt er mir jetzt auch ein bisschen was? Dede. Ich bin aber auch durchs Kriegsgebiet gelatscht. Alter Schwede. Wertung war auch nur so semi-gut. GDs mittels Blutnähe mit Standardmunition treffen. Einmal Sightseeing. Ja, wenn er einmal durchs komplette, alle Gräben, alle Wale. Ich glaube, das war damals so. Da lagen dann so Wale. Auf dem Streifen. War bestimmt so. Wale, Pommesbuden, Krebsstände. Das Übliche halt, was man so erwartet. Sam, hörst du mich? Ja. Alles in Ordnung? Wo bin ich? Wie bitte? Was ist mit mir passiert? Als du das Verteilerzentrum verlassen hast, hat der Sturm aufgehört. Einfach so. Ich rale dich den Arm fast genauso schnell ab. Ich geriet in den Sturm und war in einem Kriegsgebiet. Hattest du einen Tagtraum, Sam? Die Kommunikation war nur eine Sekunde unterbrochen. Nein, das war sehr viel länger. Da war dieser Soldat. Er wollte mir mein BB wegnehmen. Wenn du das sagst. Das Kleine kann es bezeugen. Sam? Unser letztes Gespräch ist weniger als eine Minute her. Das kann nicht sein. Ich habe dort gefühlt Stunden verbracht. Vielleicht solltest du dich etwas ausruhen. Schon gut. Ich komme zu dir. Ich kann dir leider nicht entgegenkommen. Ja, ich weiß. Dein Kind, oder? Sei vorsichtig, Sam. Hm. Ich freue mich drauf, dich zu sehen. Hatte lange keine Gesellschaft mehr. Hm.
Ja, heftig. Was war das? Sam, geh zu Mamas Labor. Mama war Teil des Cupid-Entwicklungsteams. Aber von Anfang an stellte sie seine langfristige Brauchbarkeit in Frage. Sie sah bei den Cupids grundlegende Mängel. Das könnte das seltsame Phänomen, das du erlebt hast, und die erhöhte chirale Dichte erklären. Du solltest sie besuchen und mit ihr reden. Okay, mein Inventar ist irgendwie ein bisschen voll. So, schon besser. Blutbeutel sind da, wo sie hingehören. Granaten sind da, wo sie hingehören. Stiefel habe ich angezogen. Kleine Freche, gute Nacht, schlaf schön und einen schönen Dienstag. In den Lurki rein. So, Mamas Büro. Labor. 400 Meter. Ach komm, dann machen wir zu Fuß. Mit dem ganzen Glöd, den wir dabei haben. Ja, Ryo habe ich schon auf meinem Kanal eingestellt. Mein Kanal ist definitiv nicht für Kinder. Das sind keine Tupperdosen. Mamas Labor. Ja, guck mal, da wäre so ein Kletterseil, wo man sich hochziehen könnte, aber irgendwie ist das Seil da oben. So, einmal hier rum. Da lang, darüber. Hier ein bisschen über den Müll latschen. Das sieht doch aber auch aus wie ein Boot, was hier gestrandet ist. Das Teil. Nee, doch nicht. Okay. Moped. Oh. Läuft alleine rein. Alles klar. Die Otterkapuze ist auch wieder ab. Oh, ich darf rein. Natürlich, Wale. Keine Angst, Sam. Sie beißt nicht. Schön, dass du hier bist. Sie hat Hunger. Was zum? Was? Baby ist völlig am Ausrasten. Oh, der Strang ist an ihrem Bauchnabel. Will? Sie kann sie zwar nicht trinken, aber mein Körper produziert die Milch.
Das Durchgehen der Bewegungen hilft gegen den Schmerz. Was ist sie? Sie ist meine Tochter. Und ich ihre Mama. Schon gut. Sie ist nur mit mir verbunden. Sie ist nicht wie andere GDs. Du kannst es sehen, oder? Du bist verbunden. Jetzt weißt du, warum ich nicht weg kann. Okay. Baby hat richtig Schiss. Also, wegen der Superzelle. Gibst du uns Erwachsenen mal eine Minute? Danke. Schau mal. Das war die chirale Dichte, als die Superzelle auftauchte. Aber sie normalisierte sich fast augenblicklich wieder. Das heißt, der Sturm verschwand in nicht mal einer Sekunde. Das ist unmöglich. Okay, sehen wir uns doch mal die Aufzeichnungen deiner Handschellen an. Das ist ziemlich verrückt, aber wenigstens bist du es nicht. Die Protokolldaten stützen deine Geschichte. Ich schätze mal, du warst gefangen zwischen zwei verschiedenen Raumzeiten. Zwei verschiedene Raumzeiten? Das HQ analysiert das genauer. Sie können nur auf das Frequenzspektrum zurückgreifen. Aber mit etwas Anstrengung sollten sie herauskriegen, wo du hingeschickt wurdest. Noch eine chirale Spitze. Sie weint nachts öfter. Die chirale Dichte steigt in Regionen, die im chiralen Netzwerk sind. Aber die Werte sind viel, viel höher als berechnet. Das ist schlecht, oder? Ja, mehr Verbindungen bedeuten mehr Chiralium. Bridges erkannte das schon früher als Problem, also habe ich in den Cupids Begrenzer eingebaut, um das chirale Niveau zu bremsen. Aber dein Begrenzer scheint fehlerhaft zu sein. Die Superzelle und das zeitliche Phänomen, das du erlebt hast, könnten damit zu tun haben. Das heißt, es könnte weitere zeitliche Phänomene geben, wenn ich das Netzwerk weiter ausbaue? Vielleicht. Oder noch schlimmer. Wir lösen einen gestrandeten Tod aus. Aber du hast eine Lösung. Natürlich habe ich eine Lösung. Und zwar hier drüben. Wir müssen nur einen Begrenzer in diesen neuen Cupid von mir einbauen. Ich dachte, ich baue dir einen, wenn du schon vorbeikommst. Super. Krise abgewendet. Nein, Krise nicht abgewendet. Wir müssen die Software an die neue Hardware anpassen. Na dann leg los. Ja, das kann ich nicht. Ich habe die Hardware entworfen, aber die Software stammt von jemand anderem. Okay, wo finden wir ihn? Sie. Ihr Name ist Lochner. Sie war Mitglied von Bridges 1. Du musst nach Mountain North City gehen. Okay, ich muss sowieso einen Cupid dorthin bringen. Oh, gut. Sehr gut. Schon wieder. Ich weiß nicht, was sie in letzter Zeit hat. Sie hat solche Angst. Sieh nur. Vielleicht will die andere Seite sie zurück. Oder aber, vielleicht will sie zurück. So kann es nicht weitergehen. So viel weiß ich. Willst du mir erzählen, was passiert ist? Sie sollte kommen. Ich wartete im Krankenhaus auf den Kaiserschnitt.
Dann schlugen die Terroristen zu. Unter den Trümmern eingeklemmt. Ich konnte einfach nur warten. Fühlte sich an wie eine Ewigkeit. Aber es kam niemand. Wenigstens hatte ich Luft und Wasser. Ich weiß nicht, wie viele Tage vergingen. Das Wasser ging aus und die Kälte kam. In den Trümmern kam sie zur Welt. Aber anstelle von Leben brachte ich den Tod auf die Welt. Alles gut. Als der Zeitregen aufhörte, begann meine Kleine zu schreien. Sie schrie und schrie und schrie. Ihr Leben war der Preis, den ich für mein Überleben zahlte. Sie hat mich gerettet. Seitdem waren wir nie getrennt. Aber sie ist ein Gedeh. Was sie an diesen Ort bindet, bindet auch mich. Ich bin praktisch nie wirklich entlassen worden. Und das ist okay für dich? Zu wissen, dass sie tot ist. Willst du dein Leben im Schatten der Toten verbringen? Komm. Das sagst gerade du. Dir sind die Toten lieber als die Lebenden. Sonst wärst du doch nicht hier. Mir fällt gerade ein, Deadman sagte, Wiederkehrer hätten besonderes Blut. Darf ich eine Probe nehmen? Ja, klar. Saug mich leer. Im Schlaf zapft sie mir sowieso Blut ab. Sie ist kalt, oder? Nicht bewegen. So, fertig. Ich will etwas testen. Mama, bist du... Tut mir leid, Sam. Würdest du uns jetzt wohl allein lassen? Ja. Ich muss wieder an die Arbeit. Sam? Hey, vergiss mein Gerede von den chiralen Spitzen. Wir müssen zuerst die Welt wieder verbinden. Vielleicht verschlimmern wir die Lage. Vielleicht nicht. Aber es gibt keinen Plan B. Viel Glück, Sam. Sam, das Lieferterminal draußen funktioniert noch. Los, schließ es bitte an. Dort gebe ich dir weitere Anweisungen.
Puff, jetzt kommt aber Story geballt hier die ganze Zeit auf uns eingenieselt. So, dann schließen wir die ganze Nummer. Aber das mit dem Baby ist interessant. Sam, dein nächstes Ziel ist es, Mountain Knot City ins Netzwerk einzugliedern. Diese Route führt zu einem Wegposten und dann zu einem Verteilerzentrum nördlich der Stadt. Ab dort wird es schwierig. Du musst einen Umweg um die Berge herum machen. Willst du immer noch, dass ich auf dem Weg diesen Qubit verwende? Die Software wurde noch nicht überschrieben. Ist okay. Wenn dein Qubit funktioniert und du Mountain Knot City anbindest, sollte das Update eingespielt werden und die Verbindung stabilisieren. Noch ein Grund, schnellstens dorthin zu kommen. Aber erstmal muss dein aktueller Qubit reichen. Klar. Aha. Was von Amelie gehört? Nichts. Hoffen wir einfach, dass es ihr gut geht. Und machen wir weiter. Das würde sie von uns erwarten. Wie dem auch sei, schau beim südlichen Verteilerzentrum von Lake Knot City vorbei, bevor du aufbrichst. Viel Glück da draußen. Übrigens, Sam, ich habe deinem TCK den Seilrutschenbauplan hinzugefügt. Der könnte nützlich sein. Für den Aufbau benötigst du 2 Verankerungen. Warum solltest du Fracht über Flüsse und steile Hänge tragen, wenn du sie einfach durch die Luft schicken kannst? Oder, wenn du sie ausprobieren willst, kannst du die Verankerungen vor meinem Labor nutzen. Viel Spaß! Die gute Nachricht lautet, Fragile hat Zeit und würde dir helfen. Such einen privaten Raum auf, um dich von Fragile schicken zu lassen. South North City scheint am nächsten zu liegen. Geht natürlich deutlich schneller als zu laufen. Allerdings kannst du dabei keine Fracht mitführen. Deine Entscheidung. Behalte die Option einfach im Hinterkopf. Uff. Also, das war mal viel Input und Dinge, die da gerade passiert sind. Das mit dem Baby ist äußerst interessant von ihr, dass es einfach auch noch quasi an ihr gebunden ist und nicht irgendwie schwubbelidups abzischt und sich mit den anderen GDs irgendwie da draußen zusammen tut. Quasi jetzt eigenes Ding agiert. Quasi miteinander verbunden sind, da bist du nur technisch. Auch der Ort da ist dreckig. Puh. Gut, gut, gut. Aber nach dem ganzen Input, den wir jetzt noch zum Ende hatten, verabschiede ich mich jetzt auch. Und ich lasse das Ganze auf euch wirken.